Die Frage, was ist ein Pfaffianer? Ein Pfaffianer ist auf jeden Fall ein Ortsgebundener, dem Unternehmen einfach, ich will nicht sagen pathetisch, ergebenen, dem Unternehmen ergeben, sondern ein Mann, der sich identifiziert mit dem Haus Pfaff, der die Glaubwürdigkeit des Hauses vertritt und der die Ehrlichkeit des Hauses vertritt. Die Vorstellungen sind geprägt nach meinem Dafürhalten und aus meiner Sicht aus dem Geist des Karl Pfaff zum Beispiel, den wir persönlich noch kennengelernt haben, der hier bei uns im Gesellenheim samstagsabends, wenn er in Deutschland war, weil er ja gerade gegenüber gewohnt hat, samstagsabends zu uns gekommen ist und hat mit uns erzählt. Dieser familiäre Geist, das ist das, was ich unter einem Pfaffianer verstehe. Und wenn man an die Firma Pfaff denkt und an die Gründerjahre der Firma Pfaff denkt, sind wir hier in einem historischen Gebäude. Hier stand ein Teil unserer Werkstatt, auch vor allen Dingen hier unsere Lehrwerkstatt, wo in den Anfangsjahren unsere Auszubildenden gelehrt wurden, Nähmaschinen zu bauen, zu fräsen, zu bohren, alles Mögliche zu machen. Und wenn wir gerade hier sind, in dem ganzen Areal, war die erste Nähmaschinenfabrik des Georg Michael Pfaff. Ja, da ich ja auch sehr viel in Berlin bin und da auch immer über meine Heimat rede, Kaiserslautern und die Westpfalz, dann frage ich auch oftmals, mit was verbindet man denn Kaiserslautern? Sehr viele erinnern sich natürlich an Fritz Walter und der FCK, aber dann schon kommt Pfaff. Und das zeigt, wie bedeutsam auch Pfaff eigentlich für diese Stadt ist, für diese Region ist. Und dass dieser Niedergang dieser Traditionsfirma tatsächlich mehr bedeutet als nur der Verlust von Arbeitsplätzen, was schon schlimm genug ist, sondern auch das Image von Kaiserslautern leidet darunter. Wenn man früher in die Stadt hineingefahren ist, da konnte man an der Eisenbahnbrücke lesen: Willkommen in der Stadt der Pfaff-Nähmaschinen. Das war nicht nur so ein Gruß, eine Werbung, nein, das war Ausdruck eines Gefühls. Eines Gefühls, das sich am besten in unserem Dialekt vergegenwärtigt. Man arbeitete nicht bei der Firma Pfaff, sondern bei Herr Pfaffe. Hier oben sehen Sie noch die Glocke. Mit der Glocke wurde am Morgen bei Arbeitsbeginn geläutet. In der die Frühstückspause, die Mittagspause wurde hier geläutet und Arbeitsende. In dieser Gegend hier, in der Mozartstraße, wurde es inzwischen zu eng. Dann hat man das Hauptbüro der GM Pfaff AG in die Eisenbahnstraße 28 verlegt und hat im Stadtkern hier um die Mozartstraße herum, Mozartstraße, Blumenstraße, Luxstraße, die Fabrik erweitert und war Ende der 1880er Jahre auf 400 Mitarbeiter gewachsen. Und 1892
hat man eine alte, kaputte Nähmaschinenfabrik König und Co. hier erworben, auch in der Kante hier. Und das war die letzte Erweiterungsmöglichkeit für die Firma Pfaff auf diesem Gelände in der Innenstadt. Und dann hat man sich entschieden, da man keine eigene Eisengießerei hatte, hat man sich entschieden, Ende des 18. Jahrhunderts umzuziehen auf das neue Werksgelände in die Königstraße. Als ich vor 23 Jahren mit der Berufsausbildung begann, war es damals so, dass eigentlich Pfaff die Nummer 1 war. Viele Jugendliche wollten bei Pfaff ihre handwerkliche Ausbildung beginnen, hatte einen besseren Ruf damals als Opel oder auch die Eisenbahn, weil damals war es so, dass Pfaff alle Auszubildenden übernommen hat und auf ihren Beruf. Mich hat es, man kann jetzt vielleicht sagen, auch glücklicherweise damals zu Opel geschlagen. Ich habe bei Opel meine Ausbildung begonnen. Aber viele meiner Kumpels aus der Schule haben bei Pfaff ihre Ausbildung durchlaufen. Heute sind sie entweder arbeitslos oder haben schon vor langen Jahren ihren Arbeitsplatz hier verloren, haben wieder was Neues gefunden. Und ein Stück weit ist das schon auch ein großes Problem, gerade auch für jugendliche Menschen, dass dieser große Ausbildungsbetrieb Pfaff heute überhaupt nicht mehr da ist. So, ich habe die Ehre, für die Firma Pfaff, für die Geschichte der Firma Pfaff in einem Film einige Statements abzugeben, was ich sehr, sehr gerne tue, weil ich in dieser Firma gelernt habe, damals 1954 in der Mozartstraße noch, Nähmaschinenmechaniker, 3,5 Jahre war unsere Lehrzeit, eine sehr gute Lehrzeit. Wir hatten auch die Schule, das Theoretische, im Hause in der Mozartstraße. Wir hatten damals mit dem Herrn Hubert Stambes, ein Fußballer vom FCK, einen Sportlehrer. Wir hatten ständig Sportstunden während unserer Lehrzeit, Körperertüchtigung. Wir hatten sehr viele Freizeitmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wenn man in der Firma Pfaff gelernt hat, dann hat einem anschließend wirklich die Welt offen gestanden. Das war ein Gütesiegel und dafür bin ich heute noch dankbar. Das hat mich auch für mein Leben geprägt. Als die Entscheidung gemacht wurde oder getan wurde, nachdem das Gelände in der Innenstadt zu klein geworden ist mit 400 Personen, gab es eine Entscheidung der damaligen Firmenleitung, hier auf das neue Gelände in der Königstraße zu gehen, beziehungsweise der Galgenschanze das Gelände südlich abzutragen. Und der Werksneubau begann 1892 bis 1901. Da hat man versucht, das neue Werk zu bauen hier. Hat begonnen mit der Gießerei im Hintergrund. Die Gießerei, die Gussputzerei und die Gussbearbeitung. Hat Dienst als allererste angesiedelt, das Kesselhaus neu gemacht und hat dann im Jahre 1901 bis 1906 nacheinander die ganzen Werkstätten und die Abteilungen von der Innenstadt hier raus verlagert. Dann wurde 1961 begonnen mit der Verlagerung Pfaff-Haushalt nach Karlsruhe-Durlach auf ein ehemaliges Kritzner-Gelände. Und der Weltkonzern Pfaff hatte damals in den Ende der 80er Jahre maximal 11.000 Personen Beschäftigte. Die Firma Pfaff hat nach über 100 Jahren beschlossen, das Werksgelände an der Königstraße zu verlassen und in ein neues Werk zu ziehen, das wir als Arbeitnehmervertreter erkämpft haben auf dem Rodenberg. Hier sieht man unser neues Werk, das in diesem Jahr, im Oktober 2008, bezogen wird und, wenn man sagen darf, wieder wie damals mit 400 Leuten, als man von der Innenstadt in die Königstraße gezogen ist, zieht man heute mit maximal 400 Leuten in das neue Werk. Wir werden uns hier
versuchen, mit neuen Maschinenklassen zu beschäftigen, mit Automaten zu beschäftigen, mit hochwertigen Nähmaschinen zu beschäftigen, während in unserem Schwesterwerk oder Zweigwerk in Taichung in China die Billigmaschinen hergestellt werden sollen. Pfaff versucht damit auch auf dem Weltmarkt wieder zurückzukommen an eine entsprechende Position. Der Name ist da, der Name bürgt für Qualität. Pfaff ist nicht mehr wegzudenken aus der Region und vor allen Dingen eins, auch ohne eine Beteiligung der Landesregierung wäre dieses Werk hier nicht möglich gewesen und vor allen Dingen wäre der Umzug zum Oktober hier in das neue Werk für alle 400 Personen nicht möglich gewesen. Der Weg hierher war ein sehr langer und sehr steiniger Weg. Wenn man daran denkt, dass wir im Jahr 91 schon mal hier waren mit 5000 Leuten und hatten damals die Idee gehabt, auch die Firmenleitung, ein neues Werk mit 5000 Leuten hier anzusiedeln, muss ich sagen, dass wir damals, dass damals zwar die Idee da war, aber wir nicht wussten, dass wir schon an Abbau von Personal gedacht wurde. Unsere damalige Firmenleitung mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Obri, gehe ich davon aus, dass er uns damals nicht die Wahrheit gesagt hat, die volle Wahrheit gesagt hat, dass bereits daran gedacht wird, Pfaff zu zerteilen, vor allen Dingen, was damals auch geplant war, mit Pfaff 2000, ein Urbetrieb mit Montage und dann die Restbetriebe ringsherum ansiedeln mit eigenständigen Firmen. Das hat damals niemand gedacht. Wir haben damals der Firmenleitung vertraut, aber danach zeigt sich, was sich alles getan hat. Das Jahr 1944 geprägt natürlich durch die damalige Zeit. Der Vater war im Krieg. Die Mutter hat sich bemüht, dass bei Pfaff eine Lehrstelle für mich möglich war. Das waren die üblichen Aufnahmeprüfungen im Januar 1944. Eine sogenannte, wie man damals gesagt hat, psychotechnische Aufnahmeprüfung. Das waren in diesem Jahr an die 300 Bewerber und 25 wurden aufgenommen. Es war also eine doch straffe Auslese. Und es war natürlich sehr wichtig, eine Lehrstelle bei Pfaff zu bekommen, denn das bedeutete zu diesem Zeitpunkt Lebensstellung. Hervorragende Ausbildung, Lebensstellung, Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. In dem unteren Bereich hier, dieser untere Bereich, das waren Pferdeställe, die aus der Zeit noch resultierten, als Lina und Karl Pfaff noch Pferde hatten. Bei Werksalarm mussten die einzelnen Jahrgänge dann geschlossen in die Röhren hinein, um zumindest Splitterschutz zu haben. Anderer Schutz war das also nicht, wenn da eine Bombe drauf wäre, dann wäre das ja durchgeschlagen. Das war ja nur die Betonröhre und war mit Grund
war mit Grund überdeckt. Und eine dieser Bomben, die da gefallen sind, ist dann in der Mozartstraße auf die Mauer, die jetzt an der Stelle verlaufen ist, an der dieser Anbau steht. Die Bombe ist da drauf. Und unser Jahrgang hätte in die Röhre hinein müssen. Die Röhre ist also nicht direkt getroffen worden, sondern die Mauer hat aber der Trichter, der geschlagen wurde, hat die Röhre aufgerissen. Wenn wir also da drin gewesen wären, wäre keiner mehr lebend rausgekommen. Im Foyer haben wir historische Sachen ausgestellt, die Firmengeschichte belegen. Und ich denke, ein Stück weit ist das Herz von unserer Firma. Wir haben eine Vielfalt an Werbegeschenke ausgestellt, Postkarte, Aktie, Betriebsanleitungen, alles, was in irgendeiner Form irgendwann mal die Firma Waff in ihrem Angebot gehabt hat. Die Sammlung habe ich im Laufe von 25 Jahren zusammengetragen. Einfach nicht nur, weil ich Parfianer bin, sondern weil es einfach, denke ich, ein Stück weit die Geschichte dokumentiert. Unter anderem wurden auch Eisenbahnen bestückt mit maßstabsgetreue Fahrzeuge, Paffbusse. In den 30er Jahren, wie die Zeiten immer schlechter wurden, hat Paff sogar eigenes Notgeld rausgebracht, damit die Mitarbeiter im G-Wert halt dann auch Lebensmittel kaufen konnten. War also damals schon recht sozial eingestellter Betrieb. Die Ausbildung war in diesem ersten Jahr noch unter, in Anführungszeichen, alter Regie. Eine nach meinem Dafürhalten optimale Ausbildung, die ein ganz einfaches Grundmotiv hatte. Das Leitmotiv war einfach: Lehrling ist jedermann, Geselle ist, wer was kann, und Meister ist, wer was ersann. In der Firma Pfaff, wer da gearbeitet hat, das war eine Lebensstellung, das ging über Generationen und so war es auch bei mir. Mein Großvater war 45 Jahre Pfaffianer, mein Vater war leider im Krieg gefallen, der war aber bis zu seinem Einzug zu der Wehrmacht war auch Pfaffianer und so war ich in der dritten Generation stolzer Lehrling. Man hat damals gesagt, wenn du die Einstellungsprüfung bestanden hast, hat man gesagt, der Nöppert, der schafft jetzt ins Herpaffe, der hat einen Lehrvertrag. Das war das Höchste, was man damals eigentlich erringen konnte. Und da gab es natürlich Unmenge Bewerbungen. Und ich weiß, damals noch wurden bei uns 36 junge Menschen in den Lehrgang eingestellt, 1954. Das waren die Mechaniker. Da gab es noch einmal ähnlich viel kaufmännische Lehrlinge. Und Sie können sich vorstellen, dass jedes Jahr, also die Nachwuchsarbeit in der Firma Pfaff, das war einfach ganz herausragend und einmalig in Deutschland. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf euch herzlich begrüßen, vor allen Dingen die Pfaffianer, die mitgelaufen sind. Meine Kolleginnen und Kollegen, es gibt einige, die heute nicht kommen konnten. Die liegen krank zu Hause im Bett oder haben sich Urlaub genommen, weil sie nicht mehr können.
die sind nervlich fertig. Das muss man verstehen können in so einer Situation. Ja, natürlich war mir Pfaff schon ein Begriff, als ich nach Kaiserslautern gekommen bin. Und damals, Anfang der 90er Jahre, haben noch 5.000 bis 6.000 Menschen hier gearbeitet auf dem Gelände. Die, wo heute Verkaufsflächen sind, war damals Parkplatz, da stand Auto neben Auto. Das war sehr beeindruckend. Und natürlich hat man Pfaff gekannt, auch wenn man nicht in Kaiserslautern aufgewachsen ist. Also meine Großmutter zum Beispiel war Schneiderin und die hat auf einer Pfaffmaschine gearbeitet. Also sie hatte in ihrem Zimmer noch so eine Drehnähmaschine stehen, da stand halt Pfaff drauf. Also Pfaff ist, glaube ich, wirklich ein eingeführter Begriff, ein Markenname, der nicht nur in Deutschland bekannt war, sondern der darüber hinaus weltweit eine Rolle gespielt hat. Und auch die Nähmaschine war im Lederbereich, im Industriebereich, war Pfaff immer, glaube ich, ein Zugpferd, auch für die Unternehmen, die diese Produkte gebraucht haben, die das dann weiterverarbeitet oder damit weitergearbeitet haben in der Textilindustrie. Qualität hat man dort eben gebraucht. Vor ca. 100 Jahren ist die GM Pfaff AG mit ca. 400 Menschen aus der Innenstadt hierher gezogen auf dieses historische Gelände. Jetzt wollten wir alle gemeinsam, und zwar die 400, gemeinsam hier ausziehen auf ein neues Gelände und IG Nord. Wir haben uns alle darauf gefreut und haben sogar Mitte Mai im neuen Gelände, in der neuen Halle, eine Betriebsversammlung gemacht. Und alles geglaubt. Und jetzt stehen wir da, wie es nicht weitergeht. Das ist grausam für die Kolleginnen und Kollegen für Pfaff. Karl Pfaff hatte ja einen Riesenschnauzer. Dieser Riesenschnauzer durfte in dem Gelände natürlich sich frei bewegen, nachts sowieso. Ich hatte gerade auch Nachtwache in dieser Woche und das Essen stand schon für den nächsten Tag in diesen Kübel. Am nächsten Morgen, wie wir gekommen sind, also wie wir begonnen haben, hat sich herausgestellt, dass der Schnauzer in der Nacht hier die offene Tür reingegangen ist und hat mehrere der Essenskännchen leer gefressen. Das hat natürlich die Haushälterin von Karl Pfaff, hatte dann die Aufgabe, mittags uns zu versorgen. Wir waren also mittags in der Villa, die Betroffenen, deren Kännchen leer waren und sind verköstigt worden bei ihm in der Wohnung. Vor 10 Jahren etwa bin ich, wie immer, so das Mainz über den Flohmarkt in Lautre. Ich habe beim Münzsammler im Repertoire eine Medaille gefunden, wo der Georg Michael Pfaff abgebildet ist, der 1970 verstorben ist. Und ihm zu Ehre hat also
1911 der Medailleur Maximilian Dasio in München, der Auftrag geht von Hause Pfaff, diese Medaille zu kreieren und dann einmalig herzustellen. Dass ich jetzt die Münze letztendlich gefunden habe, ist natürlich für mich als Pfaffsammler ein riesen Glück gewesen. Und parallel dazu habe ich allerdings die Geschichte dieser Medaille erst zeitversetzt, vielleicht 2 Jahre später, erfahren. Und zwar im alten Pfaffianerheft hat die Geschichte von der Münze drin gestanden, wo dann letztendlich auch belegbar ist, dass die Münze nur einmal gemacht worden ist, allerdings seit der Zeit niemals zur Übergabe gekommen ist und wäre am Schluss irgendwo verschollen gegangen. Jetzt ist sie wieder im Besitz von einem Pfaffianer. Ich denke, ein Stück weit ist das in Ordnung so. Der Kapitalgeber GCI will und kann kein Geld mehr geben. Die 9 Millionen, die uns bis nächstes Jahr übers Wasser halten sollten, sind weg. Dieses Geld sollte uns in der Lage versetzen, Anlauf neuer Maschinenklassen zu garantieren, den Umzug und Einrichtung neuer Werk und neue Abläufe zu organisieren. Stattdessen fallen wir von Tag zu Tag, von Ohnmacht zu Ohnmacht und jeden Tag neue Hiobsbotschaften. Und jetzt sollen wir von der Arbeitnehmerseite, Betriebsrat und IG Metall einen Blankoscheck unterschreiben. Ich frage mich, wir sollen die Hand heben. Wo sind die Verantwortlichen, die den Laden heruntergefahren haben? Davon hört man nichts mehr. Und ich kann mich noch erinnern, als der Karl Pfaff durch die riesen Werkhallen marschierte bei Pfaff, da war eine atemlose Stille und alles hat gerufen, der Karl kommt, der Karl kommt. Das war also eine Vergötterung dieses Mannes, der also wirklich nun sehr viel getan hat. Man kann sich heute auch vorstellen, die Stadt hatte damals vielleicht 60.000, 70.000 Einwohner, 10.000 arbeiten nahezu bei Pfaff. Das war praktisch, also jeder 7., 8. war bei Pfaff beschäftigt. Und damals gab es auch eine ganz klare Einordnung der Betriebe in Kaiserslautern. Wenn jemand bei Pfaff arbeitete, dann war er beim Herrn Pfaff beschäftigt. Wenn einer bei der Comgan arbeitete, dann war er nur bei der Comgan beschäftigt. Das war also doch so eine klare Einstufung, ein gewisser Stolz der Lauterer, bei Pfaff zu sein, mit Pfaff zu sein und dort dazugehören. Ohne die Pfaffianer, ohne die Beschäftigten, ohne einen Betriebsrat, ohne die IG Metall, würde es Pfaff schon lange nicht mehr geben in Kaiserslautern. Wir wehren uns heute gegen eine solche Politik des Heuern und Feuerns, des Aufkaufens und Wegwerbens. Wir erwarten von GCI, dass sie ihrer sozialen Verantwortung gerecht wird. Wir erwarten auch von den Banken, dass sie ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und bis morgen Abend finanziell drohende Insolvenz abwenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Franz Pfaff war derjenige, der sich also für den Weg mit den Holzinstrumenten begeistert hat. Mir selbst haben in der Firma Pfaffgeige gehabt, die leider irgendwo untergetaucht ist, man hat sie nicht mehr gefunden. Und dank eBay habe ich dann in irgendeiner Form halt mal gestöbert und bin dann tatsächlich auf Geige gestoßen, in deren Kaste das Logo von Franz Pfaff drinsteht. Und wenn man dann in den Notenschlüssel drin guckt, erkennt man dann letztendlich auch innen drin, dass die Signatur bzw. das Pfaff-Logo von Franz Pfaff drin ist. Ja, vielleicht noch eine nette Episode aus meiner damaligen, schönen, erfolgreichen Pfaffzeit. Ich hatte die Gelegenheit, auf das Vertrauen der Mitarbeiter zunächst mal in die Jugendvertretung zu kommen, war also Betriebsratsmitglied bei der Jugendvertretung und dann später in der Projektwerkstatt, das war eine große Abteilung, eine moderne Abteilung, da wurde ich zum Vertrauensmann von den Mitarbeitern bestimmt. Und das waren auch so erste Schritte in die richtige Richtung. Da gab es auch Vorbilder. Das war zunächst einmal ein Betriebsratsvorsitzender, der mir sehr imponiert hat, der immer die Wahrheit gesagt hat und der immer Krach gehabt hat mit allen möglichen
Vorgesetzte, aber sich durchsetzen konnte und viel für die Menschen und die Belegschaft getan hat, das war ein Herr Nagel. Die älteren Pavianer werden diesen Namen noch kennen und wissen, das war ein Kommunist, aber ein überzeugter Kämpfer für die Dinge der Belegschaft. Wir wollen, dass möglichst viele Arbeitsplätze auch im neuen Werk eine Chance haben. Wir wollen, dass wir nicht alle halbe Jahr aufs Neue herstehen. Wir brauchen ein langfristiges Konzept und alles das, was in den letzten Jahren uns dargelegt worden ist. Hat nicht dazu geführt, dass Pfaff zur Ruhe kommt. Ganz im Gegenteil, vor wenigen Wochen hat man doch den möglichen Umzug gefeiert, um heute ein solches Desaster hier zu veranstalten. Die IG Metall ist zu allen Gesprächen bereit, aber nicht zu dieser Erpressungspolitik von ihr jetzigen Pfaff-Management. Wir sagen Ja zu konstruktiven Verhandlungen, aber die Finanzierung muss stehen und dafür sind andere verantwortlich. Vielen Dank. Mich interessiert eigentlich nur die Maschine. Mich interessiert die Maschine zu bekommen auf dem Flohmarkt und dann auch eventuell die Geschichte der Fabrik, die es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Es gibt in Deutschland außer der Firma Pfaff so gut wie keine Nähmaschinenfabrik mehr. Die Firma Dürkop gibt es noch, die Spezialmaschine herstellt. Und alle anderen Fabriken sind irgendwie in Richtung Osten verlagert. In China, in Korea und überall werden Nähmaschinen hergestellt heute in der Form, dass sie aus Plastik sind, dass sie in billiger Unkorrektheit im Endeffekt nicht für eine längere Lebenszeit gebaut sind. Die Maschinen, die Sie jetzt hier gesehen haben oder hier sehen, das sind alles Maschinen, die im Grunde genommen, wenn sie nicht mit dem Hammer kaputtgeschlagen werden, ewig halten, immer nähen. Da können Sie heute eine Schiene drauf nähen, ohne dass ein Rad in sich löst oder sonst was ist. Also diese Maschinen gehen immer. Wir haben Freitagmittag mit Fax hier ins Werk all die Dinge erledigt, die die Stadt tun kann. Bis auf eines, wir haben uns nicht für eines dieser Modelle entschieden, sondern wir haben es den Angehörigen, dem Betriebsrat, den Mitarbeitern und Mitarbeitern und auch dem Fachvorstand offengestellt, welche dieser Modelle zum Tragen kommen, mit einer einzigen Forderung verbunden, so wenig wie möglich Arbeitsplätze hier am Standort abzubauen. Und Sie können eines glauben, diese Sitzung da drinnen hat mir, obwohl ich auch familiär mit dem Werk hier verbunden bin, noch einmal deutlich gemacht, was Pfaff für Kaiserslautern bedeutet. Das war eine gespenstische Szene. Und ich wünsche euch für die Zukunft, sag ich mal, die nötige Gelassenheit, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich wünsche euch alles Gute. Beeindruckend für mich war auch, da der damaligen Zeit, das ist eine außergewöhnliche Seltenheit gewesen, dass ein Betrieb seinen Jugendlichen in der Firma, seinen Lehrlingen ermöglicht, jedes Jahr in einen 14-tägigen Urlaub zu fahren. Damals gab es in Manderscheid in der Eifel schon eine Pfaff-Erholungsstätte. Es gab eine solche im Schwarzwald in Mensenschwand und gab noch mal eine Freizeit am Titisee. Diese drei Freizeiten durfte ich in meiner Lehrzeit, und noch einmal am Spitzingsee, auch noch mal, ja. Also viermal durfte ich Freizeit mit Pfaff machen. Das war eine außergewöhnliche Sache. Wir wurden begleitet von unseren Ausbildern, auch vom Chef, der Herr Bühler. Der war auch mit immer dabei und das diente auch dazu, zwischen den Lehrlingen und zwischen den Ausbildern eine gute Kameradschaft zu fördern, gegenseitige Achtung und Toleranz zu lernen und mit denen auszukommen und die mit uns. Das war immer dann auch im Urlaub eine leichtere und schönere Sache, wie dann am Schraubstock zu Hause. Also wie gesagt, das war eine Einmaligkeit, dass eine Firma
damals so sozial schon gedacht und gehandelt hat gegenüber ihrem Nachwuchs, ihren Lehrlingen. Eingetragene Warezeiche von 1894 bis 1928, noch handschriftlich verfasst, alle Namen patentiert und eingetragen. Aus unserem Schrottkibbel rausgeholt, also letztendlich irgendwann haben wir sie dem neue Weiche Traditionen sind dann auf Emonymie gepflegt worden. Das Warezeichen Pfaff Kaiserslautern, Warezeichen 1990, eingetragen für die Firma. Steht die Nummer dabei, also alles dokumentiert. Ja. Und jetzt ist die Situation, und das möchte ich hier an der Stelle mal ganz deutlich unterstreichen. Ich sage jetzt mal so, was soll das jetzt zu sagen, bis morgen Abend muss eine Entscheidung her, ansonsten passiert das oder das und ihr müsst auf eure Rechte verzichten und so weiter und so fort. Das sind in der Tat zwei Paar Stiefel. Entweder ist das Unternehmen jetzt in der Lage, mit neuen Investoren, mit Verhandlungen mit den Banken etc., zunächst mal für die nächste Zeit etwas auf die Beine zu stellen und dann wird man sicherlich mit der Belegschaft, und das ist ja hier auch angeklungen, über die Zukunft reden können. Aber das in einer Situation von ein paar Stunden oder ein paar Tagen miteinander zu verbinden, halte ich schlichtweg für unseriös. Haltet zusammen, bleibt solidarisch, hofft nicht, dass es mich nicht erwischt, sondern den anderen, dass quasi der den schwarzen Fleck zieht, das schwarze Los bekommt. Sondern bleibt in dem Punkt solidarisch in eurem eigenen Interesse, quasi zu eurem eigenen Schutz. Wir haben die Blütezeit von Pfaff erlebt mit über 8000 Beschäftigten. Ich habe auch Karl Pfaff noch erlebt persönlich. Und dann kam leider ein ständiger Abschwung, weil der Markt einfach andere maßgebende Bestimmungen hatte. Die Qualitätsnähmaschinen sind nicht mehr so gefragt worden. Die Leute gingen zu Billigprodukten und deshalb musste Pfaff sich umstellen in der Produktion. Und das gab Schwierigkeiten, das gab laufend nun auch Dezimierungen innerhalb der Firma Pfaff. Und Pfaff hat dann nicht mehr die Größenordnung halten können, die sie bisher hatten. Das war also die Situation, die damals kam. Und wir waren deshalb sehr froh, dass wir mit einer ganzen Reihe von Firmen beginnen konnten. In erster Linie mit Opel. Das war ein großer Schachzug, den wir brauchten. Wir hatten damals zwar keine direkte Unterstützung von Pfaff, denn es war immer die Meinung des Pfaff-Vorstandes, mit denen ich stundenlang verhandelt habe, dass jeder Betrieb hier gebraucht wird, wenn man über den Zaun schaut, was nötig ist, aber keiner, der höhere Löhne zahlen kann als Pfaff. Und das war das Problem. Als nächstes unser ehemaliger Vorsitzender Norbert Wörst. Vielen Dank, Norbert, dass du hier bist. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist traurig, zu solcher Stunde wieder vor euch zu stehen. Aber ihr wisst, das Herz ist bei euch. Kämpft um eure Arbeitsplätze. Und der Führung dieses Unternehmens kann ich nur sagen, nutzt dieses Know-how. Dieser Kollege, wir haben es verdient. Gibt mehr Innovation in mir. Bin ich überzeugt, dass Pfaff wieder einen Namen erhält. Wofür die Nähmaschine steht. Ich kann euch nur sagen, hoffentlich geht das alles jetzt zu eurem Gunsten aus. Und seid solidarisch, halt zusammen.
wie schon immer aus der Vergangenheit. Vielen Dank. Und es war ein Schlag, als 1998 die Meldung kam, dass Pfaff in die Insolvenz geht. Eigentlich unvorstellbar. Tausende von Menschen, die gute Produkte hergestellt haben, von heute auf morgen arbeitslos. Niemand mehr, der sich für eine Nähmaschine von Pfaff interessiert, war eigentlich oder ist nicht vorstellbar. Und dann kam natürlich noch dazu, zu der ganzen Misere, die sich abgespielt hat für Pfaff, dass seit den 80er Jahren die gesamte Textil- und Schuhbranche rückläufig gewesen ist, auswanderte. Und damit begann ja dann das, was wir Globalisierung nennen. Ich habe schon den Eindruck, dass man schon in den 80er Jahren nicht genügend investiert hatte in das Werk. Ich habe Anfang der 90er Jahre damals mit dem Betriebsrat zum ersten Mal dieses Werk besichtigt. Und die neueste Maschine, die damals im Werk drin stand, war eine Laserschneidemaschine, die selbst aber schon wieder fast 20 Jahre alt war. Und aus der Zeit Anfang der 70er stammte, als man sich das erste Mal mit Lasertechnologie befasst hat. Das war schon beeindruckend im Prinzip, dieses alte Werk zu sehen. Und auf der anderen Seite auch zu sehen, mit welcher Präzision die Greifer, hießen diese Teile für die Nähmaschinen, händisch produziert worden sind und welchen Wert man auf akkurate Arbeit gelegt hat. Wir sind ja Familie, die schon von der Historie her alles auf Pfaff kam. Mein Großvater half beim Wiederaufbau, mein Vater, Onkel, Tante, alle aus dem Hause Pfaff. Auch ich habe dort meine Lehre gemacht irgendwann, später mein Techniker, also Stichtechniker war ich weltweit unterwegs. Und so kam es dann irgendwann, als es ein bisschen gekriselt hat. Das Segment stand mal wieder zur Diskussion, sollen wir die Sondermaschinen verkaufen? Sollen wir umstrukturieren? Da haben wir uns entschlossen, dass wir uns zu Hause in der Garage nebenher selbstständig machen, ein zweites Standbein gründen. Und irgendwann haben der Vater und ich aus dem Standbein ein zweites Standbein formiert. Und mittlerweile mit den 6 Automaten mit über 100 Stickköpfen gehören wir schon zu den Großen der Branche. Und nach 18 Jahren gibt es uns heute noch. Also was Sie jetzt hier sehen, das ist ein bisschen älteres Modell von der Firma Pfaff. Dürfte schon etwas über 10 Jahre alt sein und läuft immer noch wie neu. Also die Dinger sind unverwüstlich. In dem Fall ist es eine Freiarmmaschine, mit der man halt Trikotage, Oberbekleidung besticken. Ja, das alles äußerst zuverlässig. Wie schon gesagt, weit über 12 Jahre alt und immer noch hochmodern. Also was wir hier sehen an der Seite, das ist das Allermodernste, was es im Bereich Stickmaschinetechnik gibt. Auch ein Kind aus dem Hause Pfaff, was aber irgendwann outgesourced wurde, das hat sich verselbstständigt, wurde übernommen. Und diese Maschinen, frühere Pfaffmaschinen, werden bei der Firma KSM in Konken gebaut. KSM steht für Kaiserslauterner Stickmaschinen und war eigentlich das Hightech, das absolute Hightech-Produkt aus dem Hause Pfaff. Und ist auch heute noch, kann ich wohl sagen, wenn ich so auf der Messe sehe, das absolut topmodernste, was es gibt. Die schnellste Stickmaschine der Welt, die zuverlässigste, eine der leisesten natürlich und auch von der Bedienung her. Es ist einfach der Grund, warum wir heute noch mit Maschinen aus dem Hause Pfaff bzw. der Firma KSM sticken und es nicht für das Billigsegment aus Asien entscheiden. Etwas teurer ist der Mercedes der Stickmaschine, aber letztendlich macht es sich bezahlt. Es ist absoluter Hightech und absolut zuverlässig, hervorragendes Stickbild. Ja, die Bedienung, es passt ganz einfach. Es ist schon, denke ich, vieles gesagt worden. Es geht nicht an, dass man jetzt von euch Vorleistungen verlangt, wieder Vorleistungen verlangt. Ihr habt in der Vergangenheit schon oft genug Vorleistungen gebracht, immer in der Hoffnung, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir sind prinzipiell natürlich verhandlungsbereit, wenn es um Arbeitsplätze geht.
die eine Zukunftsperspektive haben. Das ist überhaupt keine Frage. Nur im Moment ist nicht der Zeitpunkt, wo wir seitens der Gewerkschaften irgendeinen Verzicht aussprechen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir aus allen Gewerkschaften werden auch weiter an eurer Seite stehen. Nach dem guten alten Motto, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. In diesem Sinne, lasst uns solidarisch zueinander stehen. Heute ist natürlich jetzt wieder das Schwert über der Firma Pfaff, das wiederum die Profitgier überwiegt und nicht das soziale Denken. Wenn man überlegt, dass in dieser Zeit, in der Vorkriegszeit, die Lina Pfaff den Bürgern der Stadt Kaiserslautern aus den Erlösen ihrer Firma damals ein Pfaffbad hingestellt hat, damit die Bürger, die zu Hause alle noch kein Bad hatten, sich duschen und im Wannebad ahlen konnten. Das war eine großzügige Geste. Heute bekommen die Firmen eine Menge Subventionen und ihr Ziel ist es dann, die Geldgier immer mehr auszureizen. Die höchstbezahltesten sind die Manager, deren Hauptaufgabe scheinbar ist, die Leute zu entlassen und die Profite zu optimieren. Das ist eine kranke Welt und da war Lina Pfaff ein Vorbild und später auch Georg Pfaff und dann später der alte Herr Pfaff. Das waren Vorbilder, die haben für ihre Menschen gesorgt. Die hätten nie daran gedacht, Menschen zu entlassen, was heute überall gang und gäbe ist. Es ist schon so, dass es, glaube ich, auch kein Zufall ist, dass der Insolvenzverwalter damals auch derjenige war, der den FCK an die Wand gefahren hat. Also ob es für Pfaff tatsächlich eine gute Entscheidung war, dass man diesen Insolvenzverwalter bekommen hat, es lässt Zweifel offen. Man sieht ja auch, dass seit der Insolvenz Pfaff sich nicht richtig erholt hat. Herr Kleebinder, es geht hier um einen Tarifvertrag, den Sie aushebeln möchten oder ablösen möchten. Ein Tarifvertrag, das ist nicht irgendwie so ein Stückchen beschriebenes Papier, sondern das ist ein Rechtsvertrag, eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die wir vor gut anderthalb Jahren geschlossen haben. Und die kann man nicht einfach mit einer Abstimmung vom Tisch wischen. Bei einem Besuch in unserer Partnerstadt Pleven in Bulgarien, bei der ich den damaligen Vorstand mitgenommen hatte, hatten wir die Gelegenheit in Pleven. Da muss ich sagen, Pleven ist so was wie ein Manchester in Bulgarien, also eine Stadt, in der sehr viele Textilarbeitsplätze sind. Da hatte ich den Vorstand mitgenommen und wir konnten ein großes Werk besichtigen, in dem 3000 Textilarbeitsplätze sind. Wir sind dabei an die langen Fertigungslinien vorbei marschiert und konnten sehen, dass dort sehr viele Pfaff-Nähmaschinen noch im Einsatz waren. Und der Firmenchef sagt dann, ja, Pfaff ist sowas wie der Mercedes unter den Nähmaschinen. Und daraufhin sagte der Vorstandschef von Pfaff, ja, aber warum haben Sie denn in der nächsten Reihe die japanischen Yuki-Maschinen? Und da sagte der Firmenchef, wissen Sie, Sie sind seit 15 Jahren der Erste, der hier vorbeikommt. Möglicherweise der Vertragspartner GCI oder der damalige Vorstand von Pfaff gar nicht so ernsthaft an diesen Standortsicherungsvertrag vor anderthalb Jahren geglaubt haben.
sondern dass es darum ging, eine Zeit zu überbrücken, bis die Produktion in China anläuft, um dann hier diese Betriebsteile zuzumachen und dann das Konzept auf den Tisch zu legen, was Sie uns jetzt präsentieren. Eine derartige Erpressung läuft mit der IG Metall nicht. Auch wenn man sieht, was ein Unternehmer für eine Rolle spielen kann, wenn es kein abstrakter Unternehmer ist, sondern jemand, der sich auch mit dem sozialen Umfeld in seiner Stadt befasst. Pfaff hat ja auch eine Pfaffsiedlung aufgebaut. Es gab ein Pfaffbad. Es gab also auch soziale Leistungen, die von Unternehmerfiguren hier installiert worden sind. Das waren keine anonymen Kapitalverwalter oder gar Manager, die ein Kapitalvermehrungsinteresse einzig gehabt haben, sondern es waren durchaus Menschen, die sich auch mit ihrer Region identifiziert haben und die in ihrer Region was nach vorne bringen wollten. Das ist was, was heute fehlt oder oft fehlt. Ich will nicht allen Managern unterstellen, dass sie nicht in der Lage sind, auch ihr soziales Umfeld zu sehen. Da gibt es sicherlich auch viele, die heute das noch in sich tragen. Aber es hat in der Zwischenzeit hier bei Pfaff nach dem Krieg auch sehr viele Situationen gegeben, wo Vorstände nicht in der Lage waren, durch Innovation, durch Weiterentwicklung das Unternehmen nach vorne zu bringen. Wir werden um jeden einzelnen zusätzlichen Arbeitsplatz kämpfen. Und wenn es denn wirklich nicht anders geht, dass ein Konzept auf den Tisch kommt, bei dem Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitsplätze verlieren werden, dann werden wir auf gar keinen Fall akzeptieren, was vor wenigen Tagen noch im Raum stand, dass angeblich keine Mittel für einen Sozialplan zur Verfügung stehen. Dann werden wir dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen so gestellt werden, dass sie zumindest einen materiellen Ausgleich haben für den Verlust des Arbeitsplatzes. Denn das haben die verdient. Die haben in den letzten Jahren so viel Opfer gebracht. Da kann man die nicht einfach vor die Tür setzen und sagen, hier, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Nein, wir wollen einen fairen und gerechten Umgang. Wenn ich jetzt hier vor dem Tor mit einem großartigen Traditionsnamen Pfaff stehe, ein Stück meines Lebens habe ich da drin verbracht, gut verbracht, erfolgreich verbracht, gute Zeiten miterlebt und jetzt sehen muss, wie so Stück um Stück diese 8000 Menschen, die ein Monopol hatten, Nähmaschinen herzustellen und dann umgestiegen sind aufgrund Veränderungen auf Industriemaschinen, sehr gute Arbeit leisten, sehr gute Produkte machen, fehlerfrei arbeiten, engagiert und motiviert sind und dass immer mehr zurückgefahren wird, obwohl Subventionen von Stadt und Land hier geflossen sind und jetzt ein Neubau in einer Perfektion in Siegelbach zur Verfügung steht, wo man tatsächlich besser, schneller und effizienter arbeiten kann. Aber irgendwo ist eine Grenze und immer wieder abzubauen und abzubauen, das wird letzten Endes dazu führen, dass der Name Pfaff verschwinden muss. Und das wäre für diese Stadt, für diese ganze Region, ja für Deutschland wäre das eine Katastrophe, wenn es die Firma Pfaff nicht mehr gäbe. Deshalb begleiten jetzt und heute meine besonders guten Wünsche die Belegschaft und die Firmenleitung. Bitte tut alles, tut wirklich alles, die Firma Pfaff am Standort Kaiserslautern zu erhalten. Also was mich doch auch besonders berührt, ist, dass wirklich Menschen über Generationen in einem Werk ihr Bestes gegeben haben, gute Arbeit abgeliefert haben, qualitativ hochwertige Arbeit abgeliefert haben und dass es auf der anderen Seite dann wohl auch Manager gegeben hat, die genau das nicht getan haben, die einen schlechten Job gemacht haben, die sich um nichts gekümmert haben, die keine Zukunftsperspektiven entwickelt haben und somit eigentlich die Arbeit auch dieser Generationen zunichte gemacht haben. Es ist nun mal so, und damit möchte ich schließen, was der Alexander Ulrich vorhin gesagt hat,
Es ist eine Sache, Verlustabschreibungen der Banken zu machen, wo ein paar Zahlen ausradiert oder durchgestrichen werden, und etwas völlig anderes, wenn es um menschliche Schicksale geht. Und heute Morgen war bei uns in der Verwaltungsstelle eine Kollegin von Pfaff. Die hat bitter geweint. Die hat bitter geweint über die Perspektivlosigkeit, die sie für sich persönlich und ihre Familie sieht. Und ich denke, so wie dieser Kollegin, die heute Morgen da war, so wird es vielen Menschen gehen, die hier sind. Und die haben unsere Solidarität. Und für die werden wir gemeinsam kämpfen, solange es zu kämpfen geht. Und deshalb, heute ist der Auftakt. Wir werden weitermachen und wir werden weiter Druck ausüben im Interesse der Kolleginnen und Kollegen, um deren Interessen zu vertreten. Darauf können Sie sich verlassen und dafür wird die IG Metall auch in Zukunft stehen. Dankeschön. Wie das ausgeht, nach meinem Dafürhalten, die Nächsten, die jetzt kommen, was wird das Erste sein? Die erste Maßnahme wird sein, dass Personal reduziert werden muss. Warum? Das ist für alle, die in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, für alle das Einfachste gewesen. Da brauche ich keine hohe Intelligenz, sondern ich sage, 500 Köpfe sind so und so viele Millionen raus. Das ist die einfachste Lösung. Und wie das ausgeht, ist für mich klar, da bleibt nicht mehr viel. Das ist der Lauf der Dinge, da bleibt nicht mehr viel. Der Industrienähmaschinenhersteller Pfaff steht vor dem Aus. Das Unternehmen hat am Nachmittag beim Amtsgericht Kaiserslautern Insolvenz angemeldet. Bis zum Schluss hatten Management, Betriebsrat und Beschäftigte noch auf eine Rettung gehofft, doch vergeblich. Nach 146 Jahren ist Pfaff am Ende. Wieder stirbt eine deutsche Traditionsmarke. Das alte Gelände ist natürlich nicht ganz unproblematisch, denn allein die aufstehenden Bauten, wenn die beseitigt werden müssten, würde ein Schutt oder Müll anfallen, ein Restmüll, der in einer Höhe von 20 Metern, sage und schreibe, 3 Fußballfelder ausfüllen würde. Eine Deponie, die einen solchen Abraum aufnehmen könnte, gibt es weit und breit nicht. Eine Woche lang hatten der Vorstand von Pfaff, Gläubiger, Betriebsrat, Stadt und Land verhandelt. Alle Beteiligten waren zu Zugeständnissen bereit. Die Banken hätten auf bis zu 20 Millionen Euro verzichtet. Der Betriebsrat hätte der Entlassung von 100 Mitarbeitern zugestimmt. Alles umsonst. Schade. Vor allen Dingen für den Raum Kaiserslautern hier. Und wenn man die Arbeitsplatzsituation mal hier betrachtet, ja, das ist unerfreulich. Viele Leute, die jetzt auf der Straße stehen, die machen sich schon immer wieder gehofft. Aber das ist jetzt schon mal wirklich mal ein Ende. Sie wissen ja, wie es ist, wenn man lange in der Firma arbeitet. Hängt einem irgendwo das Herz dran. Manche sind schon ziemlich fertig mit Nerven. Dem Pfaff-Betriebsratsvorsitzenden Gerd-Peter Richter standen die Tränen in den Augen. Von vielen Kollegen verabschiedete er sich heute mit Handschlag. Die eine oder andere Umarmung war auch dabei. Ein ganz trauriger Tag für uns und für die Region. Ich glaube, das tut uns alle sehr weh. Es war ein Sterben auf Raten. Seit Jahrzehnten ging es mit Pfaff bergab. 1999 ging der Nähmaschinenhersteller schon einmal in Insolvenz. Der Unterschied zu heute, damals gab es noch kein Tag. Sogar.
Ersatzteile, die also verkauft werden konnten. Es liegt nicht an dem Arbeiter, der jetzt am Schluss der B-7 was ist, sondern an denen in der oberen Etage, die irgendwas falsch gemacht haben. Allein in den letzten 5 Jahren waren einfach zu viel. Als der Markt in China jetzt einbrach und der Haupteigner, die Finanzgesellschaft GCI aus München, den Verkauf ihrer Anteile angekündigt hatte, Pfaff ist ein Synonym für Nähmaschine. In den goldenen Zeiten des Traditionsunternehmens gehörte die Nähmaschine Made in Kaiserslautern. Sprich, ein Investor blieb heute nur der Gang zum Insolvenzrichter, erläutert der Pfaff-Vorstandsvorsitzende Josef Klebinder. Dieses letzte Steinchen zur erfolgreichen Umsetzung des Sanierungskonzepts, nämlich den neuen Investor zu überzeugen, das ist leider nicht gelungen. Das Marktumfeld, das Schwierige, die abkühlende Weltkonjunktur haben dazu geführt, dass die letztendlich ihre Kaufabsichtserklärungen nicht in einen finalen Kaufvertrag umgewandelt haben. Es bleiben viele Fragezeichen. Was wird aus den 400 Beschäftigten, die meisten davon weit über 40 Jahre alt? Was wird aus dem Markennamen Pfaff, mit dem sich noch Geld verdienen ließe? Und was wird aus dem Firmenneubau im Kaiserslauterer Industriegebiet Nord? Am Montag soll ein vorläufiger Insolvenzverwalter bei Pfaff das Ruder übernehmen. Frank Rohnes, Kaiserslautern.